Ja, moin, meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2 auf meinem Kanal Matze und wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Und zwar sind wir hier mit Morgan Arthur Morgan in unserem Lager und wir wollen uns der nächsten Mission widmen. Ihr seht, es ist gerade noch etwas neblig. Ich glaube, es ist am Morgen. Morgen, das ist wie ein Wortspiel. Der Morgen am Morgen. Und ja, ich würde sagen, wir widmen uns jetzt mal der nächsten Mission, Leute. Ich bin heiß, ich liebe das Game wirklich, es macht mir so viel Spaß und ich würde sagen, wir fokussieren uns jetzt auf die nächste Mission. Moin, Dutch. What now? You sweating yet, Dutch? Of course I'm sweating. We're in some disease-ridden, swampy, Dixie-whistling shithole. I meant about what Trelawney said about these bounty hunters. Well, not sweating as such, but maybe a little gentle perspiration. Until we know more, ain't too much harm in wasting good liquor on sweating. So? So, I think you should pay Mr. Trelawney a visit and find out exactly what he knows and who he spoke to. Take Charles with you. Oh, the sight of the pair of you would make a statue sing out its secrets. Okay. Cool. Wir nehmen wieder Charles mit. Ich glaube, Charles ist wirklich so auch einer der Charakter, die Morgan, wenn man jetzt mal von unseren Charakteren ausgeht und sich ein bisschen in die Charakter versetzt, mit am meisten mag. Hä? Ach nee, das ist gar nicht Charles. Lenny, meine ich. Lenny, der da hinten, der Schwarze, der gerade am Baum stand. Das ist der beste Kollege. Charles, I need you for some business in town. Come on. Okay. Ich glaube, Charles ist so ein Typ. So, nicht so der redseligste Typ. Er sagt doch einfach nur so, ja, ich brauch dich, okay. Alles klar. Let's go. Let's go, mein Freund. Let's go, mein Freund. Das ist der brandneue Flow, mein Freund. So, dann würde ich mal sagen, machen wir die nächste Mission. Ich habe es ja in der letzten Folge schon erklärt. Ich mag es am liebsten, wenn wir in einer Folge eine Mission starten und diese Mission dann auch eigentlich in der Folge zu Ende bringen. Oder vielleicht auch zwei Missionen. Was ich halt nicht so gerne mag, ist eine Mission anzubrechen und die dann in einer Folge nicht zu Ende zu bringen. Okay. And your deputies now. Something like that. Soon as we laid eyes on that fool of a sheriff who runs that town, I knew Dutch was gonna play him like a fiddle. On the run from one bunch of lawmen, working for another. Interesting. Hiding in plain sight, Dutch calls it. So, spirits seem good. In the new camp, I mean. We got some space between us and that mess now. Ain't seen no more Pinkertons for a while. There's these bounty hunters, of course, but Dutch don't seem too worried about it. Can't believe they're still coming after us. We didn't even get away with the money. Yeah, but they don't know that. Of course. Okay, wir sind da. Trelawney. I've only met him a couple times, but he's... Reckon it's that one with the fire outside. Let's take a look. Hier sollen wir rein. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt gefährlich sein soll. So it seems. By the looks of things, it wasn't a social call. Untersuche den Wagen. Ein Apfel, das ist natürlich wichtig. That ain't good. Hier auch noch irgendwas in diesem Raum? Da ist er gerade davor. Komme ich da überhaupt dran? Oder ist er im Weg? Jo, lass mich mal hier lang, Bruder. Digga! Er rammt mich einfach weg! Big struggle. Pretty recently, I'd say. Digga! Ich wollte mir da ein bisschen was aus der Schublade gönnen, ey. Er chill nochmal. Ich will erstmal hier die ganzen Sachen mitnehmen. This food barely touched. Looks like he left in a hurry. Come on, before they get too far ahead.
Lesen, ja. Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht so wichtig. Nee, ist auch nix. Haben wir alles soweit? Ja, noch dieses Öl, aber auch das. Bed's not made, so he must have been here recently. Okay, ich glaube, wir können einfach los. Er hat ja auch schon gesagt, bevor die zu großen Abstand bekommen. Lass uns los. Ah, guck mal, hier ist die Fährte. They went down the path here. How's your tracking these days? Alright, I guess. Well, lead the way then. Not the kind of place I'd expect to see Trelawney stay in it. No? Normally scans. Sind das die da hinten schon? Nee. Oder? You know, when me and Javier went down with Trelawney to get Sean after the bar fight, I swear he talked the whole way and never actually said a damn thing. I thought you knew. That's his special talent. Ja? Ach, guck mal, da geht's rein. Let's go see what those fellas have to say. Oh, was ist denn hier los? Sprich mit den Männern. Allein unbekanntes Tier. Pferde sind jetzt also unbekannte Tiere. Yeah. Have you seen him? We're looking for our friend. I don't think he's here. you seen a strange sort of feller? Sort of formal? Strange? Sure. Formal? Nah. He uses a cane. Looks a lot like this one. Yeah. All right, you two. Where the hell is he? You both better get out of here. Come here. You wanna come at me? Oh, was das schon? You stay there. Where is Trelawney? I don't know anything. Tell me where he is. You go to hell. You better tell me now, you son of a bitch. Okay, okay, for Christ's sake. They took him to a cabin over by the cornfields. Which cornfields? Left. Down the path there by Braithwaite Manor. Let me see you again. You hear me? You got lucky there, my friend. Also so gut habe ich noch nie jemanden verprügelt. Ich habe nicht eine Schelle bekommen. Normalerweise bin ich auch immer grün und blau danach. Ich bin so dieser klassische Typ von, du hättest mal den anderen sehen sollen. Ich meine, ich sehe selber schon scheiße aus in dem Moment. Also in dem Spiel, ne, meine ich. Sieht selber schon total vermöbelt aus, aber der andere sieht halt noch schlimmer aus, beziehungsweise den habe ich unter die Erde gebracht. Aber hier habe ich ja gar nichts abbekommen, Leute. Habt ihr es gesehen? Vor allem, wie ich ihn genommen habe oder eine Kopfnuss da gegeben habe. Und ich habe alles abgewehrt. So gut. Guck mal, hier ist sogar direkt Braithwaite. Oh, warum reitet er da lang? Oh shit, Digga, das ist hier eng. Nicht, dass wir wieder einen Pferdeunfall haben. He'd sell his own sister to save a train fare. He don't know how not to talk. He don't know where we're holed up, though. At least I don't think he does. I don't know why Dutch still deals with him. Always disappearing for weeks on end. He's got his uses, and, well, loyalty matters to Dutch. Of course. But is Trelawney loyal? Yeah, kind of. I guess Trelawney ain't exactly disloyal. Just got a big mouth. Don't worry. If he talked, I'll goddamn find out what he said.
Ja, ihr wisst ja, dass ich gerne halt, während die sich unterhalten, nicht so viel dazwischen rede, damit ihr halt auch ganz normal zuhören könnt. Gerade für die Leute, die auch ein ansprechendes Englisch haben. Ihr könnt dann halt ganz normal zuhören und müsst nicht lesen. Deswegen will ich halt das Ganze nicht, die Stimmung, sag ich mal, nicht ruinieren. Gerade bei den Gesprächen. Vor allem finde ich die Dialoge selber sehr, sehr gut, sehr, sehr stark. Und finde, das macht halt einfach Sinn, sich das Ganze auch anzuhören. Und da will ich nicht die ganze Zeit dazwischen sabbeln, wenn ihr wisst, was ich meine. Deswegen nicht wundern, wenn ich zwischendrin einfach mal 5 Minuten oder 2 Minuten, na gut, 5 Minuten nicht, aber 1, 2 Minuten nicht rede. Wenn die sich unterhalten, ne, dann liegt das daran, dass ich euch die Gelegenheit geben möchte, dort zuzuhören und mir selber auch die Gelegenheit geben möchte, dort zuzuhören. Ich denke, wir können auch alle unser Englisch vielleicht sogar noch ein bisschen verbessern, wenn wir halt den Dialogen folgen plus das lesen, was dort steht. Da kann man auch sein Englisch mit verbessern, weil man da natürlich die direkte Übersetzung hat. Ich gucke mir sogar gelegentlich Filme an mit deutschen Untertiteln, auch komplett auf Englisch. Mein Englisch ist zwar noch nicht so gut, aber so kann man sein Englisch wirklich sehr, sehr gut verbessern. Kleiner Tipp von mir. Deswegen nicht wundern, Leute. Ich habe es aber auch ganz am Anfang, als ich die Let's Plays gestartet habe, erklärt. Ich wollte es jetzt nur noch mal zwischen einwerfen, damit ihr es versteht, warum ich das so mache für die Leute, die vielleicht später dazu gekommen sind. So. Ah, hier ist die Hütte. Bin ein bisschen stolz auf mich, ne? Die Schlägerei eben war echt stark. The thing is, after that shack, this will be remembered like a good time. Put the man down, gentlemen. Ah, Trelawney. Ich glaube, das ist der Typ, der viel Geld hat. I think so. So you're alive. Allegedly. Don't worry, they won't be for much longer. Okay, go get them, Arthur. I can handle this. Okay, dann holen wir uns die Burschen mal. Unsere Ausdauer ist gut. Das ist die Bolt Action. Ich glaube, wir nehmen die Bolt Action. Over there, where the bird. Echt jetzt? I will find you, bastards. Ah, guck mal da hinten. So, den raube ich erstmal aus. Oh, der hat auch ordentlich was dabei gehabt. 14 Dollar? Nimmt man mal eben so mit. Dann gucken wir mal nach dem nächsten Burschen. So, den nehmen wir auch noch mal eben aus. Boah, 27 Dollar, kann man auch machen. Da hinten ist noch einer. Mit anderen Vögeln.
Durchsuche Maisfeld mit Charles. He's dumped his gear. Look around. He can't have gone far. Oh, was haben wir denn da? He's mine. Let me take him. You get out of here. You have my friend. He's not your friend. I'll give you money. Be quiet. Oh, starke Aktion. Come on. You should have taken the money. I'm a fool. Das Geld nehmen wir doch auch so. Thank you. Jetzt geht's ab, Leute. Die holen wir uns auch noch, die Ärsche da oben. Die haben echt alle ganz gut Geld dabei gehabt. Ja. Never goes easy, does it? Sure don't. Come on. Let's go see how badly they beat up the. Ups. I wonder how much trouble he's brought with him. Guess we'll soon find out. Seems like we can't catch a break now, Arthur. Our luck's held this long. We got out of worse scrapes than this one. Ich brauche nur einen neuen Hut. Den nehme ich mir mit. What's government agents and bounty hunters to us? Und hier wird mir eine Waffe angezeigt. Ich weiß nicht warum, aber es scheint Lanchester Repetiergewehr. Seltenes Rolling Block Gewehr. Die Bolt Action mag ich so gerne, um die zu tauschen. Nein, was soll ich denn tun? Langwaffenrücken, Bolt Action. Come on, let's not drag this out any longer. Warte mal. Irgendwie kann ich das doch austauschen. Wie ging das nochmal? Ich muss das unbedingt haben, diese Waffe. Ich muss die unbedingt haben. Komm schon, Bruder, muss los. Gib her. I thought you wanted to get out of here. So, das gucken wir uns dann mal eben an. So, der Schaden ist sehr, sehr gut. Ein seltenes Rolling Block Gewehr aus hellem Holz und geschwärztem Stahl, verziert mit Gravuren. Es gehört einst einem Kopfgeldjäger, der Yoshia Trelawney verfolgte und wurde in einer Scheune bei dem Anwesen in Braceways gefunden. Mit dieser Waffe sind nur Einzelschüsse möglich. Okay, es ist auf jeden Fall ein Scharfschützengewehr. Aber. Ja, aber das scheint ein gutes zu sein. Auf jeden Fall. Das nehmen wir mit. So, machen wir's. Dann lass uns weiter, Junge. Dann lass uns weiter, mein Junge.
hinten auch runter? Ja, hier geht's runter. Kehre zu Trelawney zurück. Machen wir. Vielleicht gibt der uns auch noch ein bisschen Asche für diese ganze Aktion hier. Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Eine neue, das ist die erste seltene Waffe, glaube ich, die ich hier gefunden habe. Mr. Trelawney, where are you? Ja. Die ist, glaube ich, nicht übel. Für Snipen auf jeden Fall. Ich habe jetzt, das war jetzt schon die zweite Sniper, aber gut, ich habe eine Waffe abgegeben, die ich nicht so gut fand. Ich muss nur mal unbedingt Munition kaufen für die neuen Waffen, die ich so bekommen habe. Attached to Cole Stoudemire. Okay. They weren't looking for me, per se. What you tell them? Not much. I told them I was an intellectual. Come down here from Oregon. Looking for a job at the university. Of course, they didn't believe me. Seems you stirred up quite a hornet's nest in Blackwater. So I keep hearing. It might be best if I stay with you, gentlemen, for a while. Can't go back to that caravan now. All right, Charles. You take Trelawney back to camp. I'll catch up with you. Okay. Alles klar. Oh. It always seems to be more. More and more civilization. I want to get back in the open country of the West, or what's left of it, but well, even that ain't the way I remember it. Mission abgeschlossen. Wir haben wieder Silber bekommen. Wahrscheinlich wegen der Schlägerei, denke ich mal. Untersuche alle Hinweise in Trelawneys Karawane. Achso, das war wahrscheinlich die Hütte. Soll die Hütte gewesen sein. Entferne dich beim Fährtenlesen nicht weiter als 30 Fuß von Trelawneys Spur. Töte 2 Kopfgeldjäger in den Maisfeldern innerhalb von einer Minute. Das ist mir nicht gelungen. Schieß die Mission ab, ohne Gesundheitsgegenstände zu benutzen. Okay, leider hat hier in diesem Fall mal, war die Schlägerei quasi nicht wichtig. Meistens ist die Schlägerei doch relativ wichtig. Und man muss dort, man kann dort meistens auch ein bisschen besser abschneiden, wenn man halt nicht auf die Fresse bekommt. Aber gut, in dem Fall halt nicht. So, ich würde sagen, auf jeden Fall, wir gehen jetzt einmal zum... gehen wir zum Schlachter? Eigentlich muss ich echt mal gucken. Eigentlich müsste ich die Fälle mal sammeln, um... Oh, Digga! Oh, scheiße, das war eine harte Bremsung. Geh mal zum Waffenladen. Das soll hier, glaube ich, der... Ja, das soll ein Waffenladen sein. Und werden mal gucken, dass wir uns Munition kaufen. Wir brauchen unbedingt Munition und wir haben echt viel Kohle aktuell, sodass wir uns eigentlich auch eine fette Waffe kaufen könnten. Eine der besten Waffen kaufen könnten. Wollte ich damit sagen. So, Revolver, Pistolen, Repetiergewehre, Gewehre, Flinten, Munition. Also Munition holen wir uns jetzt einfach mal für alle Waffen. So, wir haben genug Kohle. Das macht uns nichts. Das macht uns gar nichts. Machen wir hier. So, zack. Immer her damit mit der Muni. Dass wir auch wirklich für alle Waffen dann im Endeffekt Munition am Start haben. Weil wir haben jetzt echt schon viele unterschiedliche... Was ist das denn? So, kann man irgendwas ankreuzen. Ich glaube, das kann nicht schaden, einfach alles an Munition zu kaufen, was geht. Kostet auch nicht so viel. Ich meine, allein das haben wir gerade eben von denen geklaut, die wir gerade da fertig gemacht haben. Pfeile. Geht auch noch ein bisschen mehr. So. War das alles? Achso, wir können noch... Erhöht die Munitionskapazität für Revolver und Pistole dauerhaft um 50%. Das könnten wir theoretisch noch kaufen.
Verringert die Abnutzung aller Waffen dauerhaft um 20%. Verbessertes Holster, Lanchester. Verbesserter Patronengehalt, die Munitionskapazität für Repetiergewehre. Das können wir kaufen. Das können wir kaufen. Das können wir kaufen. So. Das hat zwar jetzt ein bisschen mehr gekostet, aber was soll's. Ich meine, wir sind ja nicht zum Spaß hier, oder? Jetzt können wir eigentlich nochmal gucken, was Waffen angeht. Ob wir da vielleicht auch noch irgendwas Knallermäßiges hier finden. Carcano-Gewehr. Rolling-Block-Gewehr. Das ist das, was wir eben gefunden haben. Im Vergleich zu dem anderen ist die Nachladezeit und die Feuerrate deutlich schlechter. Aber sonst sind die fast identisch. Im Gegensatz hier zu dem Carcano. Was wir aber noch nicht kaufen können. So, Bolt Action. Die haben wir schon im Besitz. Warmint-Gewehr. Boah, Digga, das ist ja fast in allem gut. Irgendwie. Außer im Schaden. Was sonst? Nachladezeit. Was jetzt vergleichen mit unserer Bolt Action. Boah, die Nachladezeit ist ja Hammer von dem Ding. Wahnsinn. Lanchester Repetiergewehr. Repetierkabina. Da ist das, was wir jetzt schon haben. Also das Lanchester Repetiergewehr besser. Vulkanik-Pistole. Die ist ganz gut. Nachladezeit, Feuerrate, wie groß ist das Magazin? Kann man das hier sehen irgendwie? Ich sehe jetzt hier das Magazin nicht. Katalog. Index. Nein! So, nochmal. So, ich weiß gar nicht, was ich für einen Revolver aktuell habe. Double Action Revolver haben wir hier rechts. Ich würde sagen, wir haben erstmal Munition gekauft und in der nächsten Folge werden wir uns am Anfang dann nochmal neue Waffen kaufen. Bis dahin würde ich sagen, Leute, das war es erstmal mit dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Jeden Tag um 15 Uhr kommt eine weitere Folge Red Dead Redemption 2. Aktiviert die Glocke, dann werdet ihr auch dran erinnern. Und bis dahin, Leute, bleibt stabil, haut da rein und ciao.